So, wir sind wieder in Rüsselsheim. Machen jetzt hier noch fertig. Noch fertig einräumen. Waffen ausräumen. Cosmo macht ja schon die Rollläden sauber gerade. Dann tue ich gleich mal den Stream anschließen. Und dann machen wir mal Teststream, ob alles funktioniert. Und ja. Alle hier in den letzten Zügen. Emily gönnt sich schon wieder einen Morgenkopf. Gut. Kurz mal denkst du an Kabel, gell, wenn du hochgehst. Genau. Hier sind meine Feuerlöscher. 4 Stück habe ich abgegeben. 3 Stück habe ich wiederbekommen. Der eine war leider nicht mehr Schnieke. Der war nicht mehr gut. Aber gut, immerhin. Normal habe ich immer neue gekauft. Guck mal, wer sitzt denn da an der Ecke und gönnt sich einen Mohrenkopf? Hä? Aber nicht meinen Plüsch anfassen, gell? Nicht anfassen hier. Mit deinen Schokohänden. Sonst sieht das aus, als hätte einer sich einen Popo damit abgewischt. So, also. Machen wir mal fertig und mache ich mal den Teststream an. Let's go. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt hier alles soweit eingeräumt. Alles schön gemacht. Wir sind gerade sogar noch live, machen gerade unseren Teststream. Und ich habe hier alles mit WD-40 eingeschmiert, weil das so schön eine schützende Schicht und so schön glänzt. Oha, seht ihr das, wie das glänzt? Der ganze Wagen riecht einfach nach WD-40. Ihr hört die Alerts noch. Ich habe nur die Musik ausgemacht wegen Copyright. Ihr wisst Bescheid. Chat, sagt euch doch gegenseitig. Hey, du Hannebambel. Sagt euch gegenseitig doch mal Hallo. Gute. Gute. Hat genau gepasst, ey. Der Sound war on point. So, meine lieben Freunde. Also, wir hängen morgen. Hängen wir noch das Tuch noch rein. Das ist Crush gerade am Nähen und noch so ein paar Kleinigkeiten, noch so ein bisschen Blumen aufhängen, wo jetzt noch Lücken sind, das haben wir noch nicht gemacht. Ansonsten steht erstmal jetzt alles soweit, Schilder habe ich auch schon mal hingehängt, Licht ist auch alles an, alles und hier Cosmo dreht hier seine Runden mit dem Benz. Und ja, ansonsten haben wir es soweit, das heißt morgen ein bisschen früher da sein, noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann kann das Wochenende starten, es geht los. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich zum Abbauen wieder. Der nächste Cut wird wahrscheinlich Abbauen in Walldorf sein, gehe ich mal davon aus. Ich weiß nicht, ob ich am Wochenende nochmal irgendwie die Kamera mal in die Hand nehme und nochmal über den Platz laufe oder so. Ich glaube nicht, ich habe es euch schon gezeigt. Im Idealfall ist dieses Wochenende mal ein bisschen Betrieb. Und Wetter sieht aktuell ganz gut aus, von daher, wir hoffen das Beste, meine lieben Freunde. Tschüss, Chat. Hallo Chat, wahrscheinlich eh dieselben Leute, ihr Interception, ihr könnt euch gegenseitig Hallo sagen, euch selbst. So, also, let's go, wir sehen uns im nächsten Cut, peace. So, meine Hübschen, ja, wir sind schon im zweiten Tag vom Rüsselsheimer Mainmarkt, Mainmarkt, Mainfest und es ist schön. Also man muss hier so ein bisschen außerhalb parken, wenn man umsonst parken will. Ansonsten müsste man ins Parkhaus fahren, aber jeden Tag, keine Ahnung, 8 Euro Parkhaus. Das sind auch 40 Euro nach 5 Tagen. Bei uns am Stadion. Jetzt kommt schon wieder das nächste Flugzeug, kam eben schon eins vorbei. Man spürt richtig den Flughafen hier. Wir parken hier am Stadion und dann halt runterlaufen, beziehungsweise ich habe ja den E-Scooter, ich fahre mit dem E-Scooter runter, was jetzt noch halbwegs in Ordnung ist, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, so bei Regen, so wie jetzt, fühle ich das gar nicht, ne? So, wenn es trocken ist, ist das ja noch in Ordnung, aber so bei Regen ist das nicht so geil gerade. Also ich fahre mal runter ans Geschäft und dann mache ich mal auf die Bude. So, meine Hübschen, wir sind unten am Main jetzt und quietsch. Ich habe euch ja schon mal beim Aufbauen ja schon mal alles gezeigt und es ist heute zweiter Tag. Gestern war eigentlich ganz okay, also so vom Besucherandrang. Es war jetzt nicht voll, aber es war auch nicht leer. Also es war gestern war echt okay, aber heute soll es regnen. Also es regnet und es soll auch den ganzen Tag weiter regnen wohl. Ich weiß nicht, ob das heute noch mal aufklärt, ob dann vielleicht heute Abend, Nachmittag, Abend noch was geht. Ja, heute Öffnungszeiten von 11 bis 23 Uhr, es wird ein langer Tag, 12 Stunden, ja, bist ja ein bisschen früher da,
dann bis du zu Hause bist, dann noch Kasse machen und. Ja, es wird, es geht los, ne, meine lieben Freunde. Aber irgendwo hat man es ja auch vermisst. Andererseits hat man sich auch ein bisschen an die nicht so langen Arbeitstage gewöhnt, ne? Oder an die normal langen Arbeitstage, ja. Aber ja, gut, schauen wir mal, was heute kommt. Sigi kommt heute vorbei, der Sigi macht heute mit mir hier. Gestern hat es der Cosmo gemacht, der ist aber mit Crush heute in Walldorf, weil heute geht es auch in Walldorf los. Und ja, der ist da drüben, ich bin hier mit dem Sigi und der ist auch morgen noch am Start. Und am Montag und am Dienstag ist der Darkland mit dabei, aber auch am Montag bin ich hier und am Dienstag bin ich aber drüben in Walldorf mit dem Darkland und dann werde ich wahrscheinlich gleich abbauen. Schauen wir mal, meine Freunde. So, also ich mache jetzt gleich hier auf den Stream an, direkt von Anfang. Ich mache nicht mal die Rollläden hoch und mache schon den Stream an. Normalerweise mache ich immer erst auf und dann mache ich den Stream an, aber ihr habt es ja gesehen, ne? 11 Uhr Öffnungszeiten, wir haben jetzt 5 vor 11 und ich glaube nicht, dass wir jetzt noch groß Andrang haben werden, meine lieben Freunde. Also das wird noch ein bisschen dauern, wenn überhaupt heute was kommt. Wir schauen mal, wie es weiter wird. Kommt im Stream vorbei oder ich hoffe, ihr wart im Stream dabei. Kommt die nächsten Streams, es werden ja noch viele Kerb-Streams folgen dieses Jahr. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, ne? Kommt in die Livestreams, Gaming auch. Nicht nur IRL, aber natürlich auch gerne IRL. Und let's go. Ich sitze in der Maschine. Wir fahren jetzt los nach Walldorf. Und ich bin heute abbauen dann direkt heute Abend. Und mal schauen, was heute in Walldorf geht. Heute ist Familientag. Der Sonntag war eigentlich ganz okay gewesen. Ich bin leider jetzt alleine. Wer es mitbekommen hat, der Darkland hat einen Stern ins Auge bekommen. Der ist abgeprallt von der Wand und hat ihn im Auge erwischt. Der war dann gestern noch beim Arzt gewesen. Es ist nichts Schlimmeres. Also es ist wohl also keine schlimme Verletzung, aber natürlich Auge tränt, tut weh erstmal. Hat eine Salbe bekommen, das muss jetzt erstmal verheilen. Dementsprechend kommt der heute nicht. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie wir das gebacken kriegen. Ich fahr links rum. Ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wie viel heute los ist. Und Stream ist auch dabei heute. Ja, wir fahren jetzt mal rüber und dann würde ich sagen, baue ich den Stream auf, mache einen Laden auf